Servus Leute und willkommen zum lange angekündigten Q&A. Es hat jetzt leider ein bisschen gedauert, weil bei mir wieder einiges drunter und drüber geht, aber jetzt stelle ich mich eurem Kreuzverhör, jetzt habe ich Zeit. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber es sind einige interessante Fragen zusammengekommen. Falls eure spezielle Frage nicht aufgerufen oder vorgestellt wird, es sind einige doppelte Fragen oder Fragen, die sich sehr ähneln rangekommen, die habe ich zusammengefasst oder habe mir halt eine rausgepickt. Das ist nichts gegen euch, aber man muss ja, glaube ich, nicht fünfmal das gleiche beantworten. Ich wurde zum Beispiel fünfmal gefragt, wie alt ich bin. Aber fangen wir oben an. Ich werde die Fragen jetzt einfach nach und nach durchgehen. Ich habe mir eine schöne Liste zusammengefasst, sind sogar drei Seiten geworden. Klar, ein paar Abstände zwischen, aber immerhin, ne? So, die erste Frage ist von Matti Let Play. Und zwar, was würdest du einem Nicht-Premium-Spieler empfehlen, um schnell den ersten Jet zu bekommen? Und wie würdest du es finden, wenn der Eurofighter Typhoon reinkommen würde? Kleiner Schlingel, sind sogar zwei Fragen. Die erste Frage beantworte ich direkt. Eurofighter Typhoon? Ja, wäre ganz nett, wobei das jetzt nicht unbedingt meine Definition von schönem Flugzeug ist, aber es wäre auf jeden Fall interessant. Und was ich nämlich Premium-Spieler empfehlen würde, um schnell den ersten Jet zu bekommen, bau deine Flugzeuge aus. Also arbeite dich durch den Tree und bau jedes Flugzeug komplett aus, weil du kriegst enorm viel Bonus-XP, wenn du Module erforschst, also wenn du Reihen fertig machst und wenn du das ganze Ding durchgeforscht hast. Das gibt dir einen ganz schönen Kick. Da kann dir Jay Chris ein Lied von singen. Also der Gute hat mich da überholt, weil er alles gespadet hat. Ja, das ist so mein Tipp an neue Spieler, sage ich mal, oder Non-Premium-Spieler. Nächste Frage ist von Sebastian Kehl. Wie seid ihr drei eigentlich zusammengekommen als Team? Ich nehme an, du meinst uns drei, Pulitzer, Jay Chris und mich. Da gehören ja eigentlich noch ein paar mehr dazu, aber das sind die drei, die einen Kanal haben. Ja, das ist ganz interessant, also... Ich war erst einfacher Zuschauer bei Pulitzer, hab mich dann zum Mod hochgearbeitet und bin dann irgendwann mit in Aufnahmen reingerutscht. Nach so zwei, drei Jahren habe ich gedacht, ja, mach's jetzt selber einen Kanal. Und so ziemlich ähnlich war es dann auch bei Jay Chris. Also quasi war ich Pulitzers Protégé und Jay Chris meiner. Und jetzt sind wir halt alle irgendwie selbstständig und auf eigener Augenhöhe. Ist ganz lustig, aber läuft ganz gut so. So, nächste Frage von Christopher Dahmen. Welches Fahrflugzeug macht dir am meisten Spaß? Mit welchem Spielstil? Das ist immer so eine Frage. Da sage ich auch immer in den Streams, wenn diese Frage kommt, das kann ich euch so pauschal nicht beantworten, weil je nach Lust und Laune ist es unterschiedlich. Ich hoffe, by the way, euch haut jetzt nicht das Trommelfell weg. Ich kann ein bisschen leiser machen. Ja. Also, wie gesagt, je nach Lust und Laune. Es gibt so ein paar Fahrzeuge, die machen mir irrsinnig viel Spaß. Zum Beispiel der Leo 2R6 bei den Deutschen, weil du teilweise einfach die Russen wegklicken kannst, was halt sehr befriedigend ist. Oder, was macht mir auch sehr viel Spaß? Der HSTVL bei den Amis oder als Flugzeug die MiG-29 und die JAK-141. Aber das sind halt so alles so Fahrzeuge und Flugzeuge, die mal Spaß machen, nicht dauerhaft. Braucht auch mal Pausen dazwischen. So, sorry, falls ich jetzt ein bisschen rumgeklickt habe. Der Soundtrack ist gerade schon wieder ausgegangen, aber schauen wir mal weiter. So, Stuck Live fragt, welche Fahrzeuge würdest du gerne noch im Spiel sehen, die nur zurzeit noch nicht drin sind? Auch vielleicht Fahrzeuge aus der entferntesten Vergangenheit. Mein Gott, mein Deutscher ist wieder absolut lost, ne? Also ich bin ja ein sehr großer Fan von VK1602. Von dem Mini-Leo, sage ich mal. Der deutsche Scout-Panzer, der nie wirklich realisiert wurde. Ich fände es schön, wenn er ins Spiel kommen würde, weil er teilweise fertiggestellt wurde. Und das nützt bei manchen Fahrzeugen scheinbar genug, dass sie ins Spiel kommen, bei anderen leider nicht. Ansonsten, es gab einen Leopard, also ich glaube eine Leopard 1-Hülle mit einem Kran drauf. Ja, keine Ahnung, 10, 20 Meter hoch ist mit ATGMs oben an der Spitze, wo man halt Hull-Down nonstop fahren konnte quasi. So Sachen, so Kuriositäten finde ich sehr lustig. Ja, aber da gibt es auch ganz viele. Also das ist eine Frage, da kannst du stundenlang mit fachsimpeln. Ich würde zum auch super gerne den russischen Flachpanzer sehen. Also das, ich weiß nicht, wie er heißt, das ist bestimmt ein Objekt. Der ist super flach. Ich glaube, die Hülle vom vom T-62 und einen flachen Turm mit zwei ATGM-Werfern. Die Leute können sicher in die Kommentare schreiben, wie das Ding heißt. Und die wissen sicher auch, was ich meine. Ja, aber da gibt es noch einiges, was kommen könnte. Und aus der Vergangenheit, ich würde super gerne Erste Weltkriegs Doppeldecker haben und meinetwegen auch Zeppeline und was weiß ich. Also da könnte man super Modi draus machen. Aber ja, das ist momentan nicht auf Gaijins Agenda. Also schauen wir mal, vielleicht irgendwann.
Und sorry, falls ich, by the way, immer mal wieder kleine Pausen zwischen mache. Ich habe heute den Kloß des Todes im Hals. Das hört ihr zum Glück nicht, weil ich Push-to-Talken machen kann. Aber ich bin hier halt beim Krepieren. Da ist viel Reden natürlich das Beste. So, Berkay Setin. Entschuldigung, wenn ich deinen Namen kaputt gemacht habe. Welche Nationen würdest du für Anfänger am meisten empfehlen? Da sind wir drei uns immer nicht ganz einig. Also, Jay Chris und Pulitzer sagen Germany, Deutschland. Ich finde die sehr speziell, vor allen Dingen im Mid- und Late-Game. Ich persönlich würde Neulingen auf jeden Fall USA, Russland und China empfehlen, weil die einfach sehr ausgewogene Decks haben mit vielen Fahrzeugen. Aber ja, das ist eigentlich auch sehr persönlich. Also jeder hat so seinen eigenen Spielstil, den er gut kann. Aber USA, Russland und China sind so Nationen, wo du einfach erstmal reinjodeln kannst und so nach und nach das Spiel lernen kannst. Ja. So. Luxel. Weißt du, ob Gaijin den Marktplatz jemals umgestalten wird? Die Preise dort sind einfach jenseits von Gut und Böse. Ja, sind sie. Aber da sind die Leute dran schuld, nicht Gaijin. Gaijin lässt schön die Hand offen. Das steht außer Frage. Also die verdienen da ja mit dran. Aber die hohen Preise sind den gierigen Leuten geschuldet. Die Spieler haben in der Hand, wie hoch die Preise gehen. Und wenn jemand 2000 für ein EN100 verlangt, dann ist das halt der Preis, ne? Klar, Gaijin kann da künstlich nachhelfen. Aber vieles ist auf dem Mist der Spieler gewachsen. Also wenn da eine Änderung reinkommen sollte, müssten alle Spieler das boykottieren und niedrige Preise angeben. Und da gibt es immer wieder 1, 2, 3 Leute, die dann das ausnutzen und die Sachen alle aufkaufen und für höhere Preise verkaufen. Ich meine, ich mache das auch, nur nicht zu so großen Margen, sage ich mal. Also ich verdiene mir auch am Marketplace so ein bisschen was mit, um mir seltene Fahrzeuge zu kaufen. Aber da wird so schnell keine Änderung kommen. So, Rudolf Schmitz. Wie lange spielst du schon War Thunder? Seit der Closed Beta. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ob das 10, 12, 13 Jahre sind, aber es ist schon eine verdammt lange Zeit. Ich habe damals schon im Studium angefangen. habe damals im Unterricht gespielt quasi, auf dem Arbeitslaptop. Aber ja, es ist eine verflucht lange Zeit. Ich hatte zwischendrin mal ein, zwei kleine Pausen, weil das Spiel stagniert ist, sage ich mal. Damals gab es auch nur Flugzeuge und man ist relativ schnell durch die Trees gewesen, sage ich mal. Aber sehr lange Zeit. So, nächste von Arian BSN 089. Was ist Nozomi für eine Hunderasse? Also die Frage geht an meinen neuen Hund, den ich mir geholt habe. Nozomi ist ein Shiba Inu. Ist eine mittlerweile 10 Wochen alte kleine Shiba Inu Hündin, die mir die Haare vom Kopf frisst, den Schlaf raubt, aber auch sehr viel Freude bereitet. So, weiter geht's. Leon Blocks, Lion Blocks. Wirst du dein eigenes Deckel bekommen und was sind die Voraussetzungen dafür? Tja, das ist halt so die Sache, ne? Ich sag mal so, da sind die Twitcher wieder krass im Vorteil, weil du brauchst für ein eigenes Deckel auf Twitch, ich glaube, 75 oder 100 durchschnittliche Aufrufe in deinen Streams. Als YouTuber, da ich nicht auf Twitch bin, zählen meine Streams nicht, weil die nicht getrackt werden können. Ich brauche auf jedem Video im Durchschnitt 20.000 Aufrufe. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Also vielleicht irgendwann, aber das wird sich noch ganz schön hinziehen. So. Finn Reidenbacher, ein sehr treuer Zuschauer, der schon sehr lange dabei ist und auch schon sehr lange Supporter des Channels ist. Also danke dafür schon mal oder immer noch, ne? Weißt du, ob du zur Gamescom gehst? Beziehungsweise, wie stehst du zu Community-Treffen? Gamescom dieses Jahr vermutlich nicht. Vielleicht nächstes Jahr wieder, wenn es sie dann noch gibt. Community-Treffen, an sich habe ich kein Problem damit. Das Problem ist nur immer, man muss halt echt drauf achten, weil man ist dafür dann haftbar, wenn du sowas machst. Und da muss nur einer irgendeinen Quatsch machen und dann guckst du in die Röhre. Also prinzipiell habe ich nichts dagegen, aber ja, müsste man mal gucken und planen, wie man sowas hinkriegen könnte. Aber vorerst, zumindest dieses Jahr, ist es nicht geplant. Angry Ted, wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Ja. Wenn ich es weiß, sage ich es dir gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Namen Seras trage ich schon seit ich 15, 16, 17 Jahre alt bin. Also den habe ich schon ewig als Gamertag. Neben zwei, drei anderen, die ich mittlerweile eigentlich nur noch als Stealth-Tag, sage ich mal, benutze, wenn ich irgendwo unerkannt spielen möchte. Aber ich kann es dir nicht sagen. Das ist einfach irgendwann entstanden. Ja. Also, es gibt viele Spekulationen darüber, aber ich kann es, wie gesagt, nicht genau sagen. Ich hoffe, der Sound ist jetzt, by the way, nicht zu laut. Ich habe im Hintergrund die Playlist von War Thunder laufen, weil der Ingame-Sound irgendwie nicht gescheit abgegriffen wird heute.
So. Jump to the beat. Ja. Wie richtest du die Kanone im Kommandantenperiskop? Einfach Rechtsklick. War glaube ich Rechtsklick oder Linksklick? Einfach mit der Maus klicken, dann richtet sich der Turm dahin. Ich meine, können wir mal kurz gucken. Ja, kurz den Test Drive. Das sind so die Dinge. Du kriegst eine Frage gestellt. Ist der Linksklick. Ist der Linksklick. Einfach hinklicken und dann richtet sich der Turm dahin. Du kriegst eine Frage gestellt zu irgendwelchen Tastenbelegungen. Aber wenn du nicht irgendwie im Spiel bist, bist du nicht ganz hundertprozentig sicher. Das kennt sich ja jeder Gamer. Du hast so ein Muskelgedächtnis, das machst du einfach, aber wenn dich jemand fragt, eher nicht. So, Bauer Seppel, schöner Name. Bist du schon mal einen echten Panzer gefahren? Gefahren leider nicht, aber ich saß schon auf einem BMP-1. Ich kann dir sagen, das macht weniger Spaß, als es aussieht oder als es sich anhört. Der BMP-1, auf dem ich saß, ist definitiv nicht für Komfort gebaut. Also einem tut er arschweh und jeder Knochen, wenn der losfährt. Ja. Ich würde furchtbar gerne mal auf einem Leopard fahren. Aber das Glück hatte ich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber, ja. Ich werde wahrscheinlich demnächst mal in ein Technikmuseum gehen. Vielleicht kann ich ja was deichseln. Aber Versprechungen mache ich noch keine. So. Senshi06. Möchte wissen, da ich mich letztens in einem Video nicht als Ass-Spieler bezeichnet habe, was man noch besser machen könnte, um als Ass-Spieler zu gelten. Also versteht mich nicht falsch, ich würde mich selbst nicht als schlechten Spieler bezeichnen, aber ich bin kein Ass-Spieler. Also Ass-Spieler sind für mich Leute, die halt jeden Tag zig Stunden ins Spiel stecken und wirklich jedes Geräusch millimetergenau predikten können, voraussagen können, Entschuldigung. Also das sind Spieler, die halt einfach im Spiel leben quasi, die wirklich mit jedem Geräusch und jeder Schatten, mit jedem Schatten und was weiß ich, genau wissen, was wo wie passiert. Ich meine, ich habe jetzt auch eine gute Situationskenntnis, aber so weit würde ich nicht gehen bei mir. Also ich würde mich als in den Top 30 bezeichnen, in den Top 30% der Spielerschaft, was Skill angeht. Aber zu den, ich sag mal, Ass-Spielern gehöre oder zähle ich mich selber nicht. So, Jürgen Hartung. Welche Munition ist bei Panzern empfehlenswert? Das ist so eine Frage, die kannst du nicht beantworten, weil jeder Panzer unterschiedliche Munitionsarten hat und für jeden Spielstil und jedes Battle Rating sind unterschiedliche Munitionsarten gut. Also im Mid- und Low-Tier würde ich prinzipiell immer zu APHE gehen, also panzerbrechender Explosivmunition. Vorausgesetzt, sie hat genug Penetration. Alternativ gehen natürlich Wuchtgeschosse auch, aber dann muss man ein bisschen mehr zielen, wo man hinschießt. Und im High-Tier ist halt die Frage Heat und Darts. Also Darts würde ich prinzipiell immer als Hauptmunition mitnehmen, aber Heat als Sekundärmunition, gerade wenn man auf leichte Ziele trifft. Wobei Heat in letzter Zeit sehr gelitten hat wieder. Aber generell HE hat sehr gelitten. Aber wie gesagt, das ist eine Frage, die kann man nicht pauschal beantworten. Also das muss man selber testen. Und du kannst, oder jeder kann mir so eine Frage gerne für spezielle Fahrzeuge stellen, aber allgemein kann man sie nicht beantworten. So, scroll, scroll, scroll. Dr. Peter, hast du schon mal darüber nachgedacht, Shorts hochzuladen, wo du kurze Premiums vorstellst, keine kurzen Premiums, und eine Bewertung abgibst? Ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, aber so blöd das klingt, Shorts können teilweise aufwendiger sein als normale Videos, weil du viel mehr darauf achten musst, in welchem Frame du quasi aufnimmst. Die Shorts sind ja in einem anderen Format und dass du halt möglichst alles in eine bestimmte Zeit reinbringst. Vielleicht kommen irgendwann Shorts, aber momentan fehlt mir einfach die Zeit, um mich da reinzufuchsen. Vielleicht hänge ich mich mal an Pulitzer dran, der ist ja mittlerweile ganz gut dabei. Aber ja, sehen wir mal, was die Zukunft bringt. So, der gute Olaf Borberg. Wie kommt man an diesen Hammer und sich als Sticker, genau. Ja, gar nicht mehr, wenn ich mich nicht täusche. Der wurde damals zusammen mit dem Panzer 3, dem Premium, diesem hier verhökert. Sieht man auch, der ist hier drauf, ohne dass ich ihn drauf habe. Also, sollte der mal wieder reinkommen, kann man sich bestimmt im Bundle holen. Aber ich glaube, der Panzer 3, der Beutepanzer 3 ist momentan nicht erhältlich, so leid mir das tut. Das ist ähnlich wie das Balkenkreuz-Symbol bei den Deutschen, momentan auch nicht erhältlich. So. Was ist deiner Meinung nach der beste amerikanische Premium-Jet? Möchte Max Krabbler wissen. Maxi Krabbler. Bester Premium-Jet.
Das ist auch wieder so eine Sache für was. Also ich persönlich feiere diese drei sehr. Die A10, die F5 und die A6. A10 ist ein mega guter Ground Striker. Allein schon mit der Kanone machst du irrsinnig viel Damage. Die Raketen sind nicht ohne, die Bombenzuladung ist nicht ohne. Man hat zwei ziemlich gute Sidewinder auf 10-0, gegen die A6 halt sogar 4 da mitnehmen könnte, aber dann keine Kanone mit sich rumträgt. Die beiden fallen in eine ähnliche Sparte, wobei die A6 besser im Luftkampf ist und die A10 besser im Bodenkampf. Und die F5 ist mit sehr schlechten Raketen ausgestattet, aber sehr gut im Turnfight und die Kanonen sind auch nicht schlecht. Also das sind für mich im Heite zumindest die besten. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, sind diese hier. Die sitzen auf 7-0. Das ist wirklich absoluter Schwachsinn. Die beiden haben einen Afterburner. 620er zerschreddern alles. Und das Ding hier hat Luft-Luft-Raketen, die zwar Dampffeuer sind, aber einen Annäherungszünder haben. Also, die sind schweineteuer. Aber wer das Geld hat, mit denen hier machst du auch nichts falsch. Jetzt habe ich sehr viele Premiums aufgezählt. Eigentlich fast alle Premium-Jets fällt mir mal so auf. Aber wenn ich jetzt einen empfehlen müsste, womit man gut grinden kann, würde ich die A10 nehmen. Weil da ist man sehr, sehr gut aufgestellt. Man kann Bodenziele kaputt machen, kann Luftziele kaputt machen, man kann einen Ground-RB machen, man kann einen Air-RB machen. Oder auch in Arcade, wenn es euch treibt, würde ich jetzt persönlich nicht machen, aber ihr kennt meine Abneigung zu Arcade. Also wenn ich einen auswählen müsste, mit dem am schnellsten grindet, wäre es für mich die A10. Außerdem sieht die super hübsch aus, finde ich persönlich. So. David ist cool 11. Okay. Wenn eine Premium F14 reinkommt, würdest du sie dir kaufen? Unter einer Voraussetzung. Und zwar nur, wenn sie All-Aspect-Raketen hat. Ich kann diesen Radar-Raketenspielstil nicht ab, wo du einfach deine Radar-Raketen ausklingst und dann wieder zum Airfield zurückfliegst. Ich bin ein Close-and-Personal-Typ. Also ich gehe gerne mitten ins Getümmel und hau dem Gegner meine Raketen ins Gesicht oder auch die Kanone. Und die A10, die A10, die F14, die momentan im Spiel ist, die ist dafür nicht geeignet. Mit dem nächsten Update, die B, die hat zumindest 4 AIM-9Ls. Also die werde ich definitiv mir holen und auch fliegen. Aber als Premium muss sie mindestens All-Aspect-Raketen haben, um für mich interessant zu sein. Weiter im Text. Marvin, der Kameramann. Was hältst du von Hakenkreuzen in War Thunder? Die Frage stellt sich per se schon gar nicht, weil es verboten ist. Also, ich habe früher Modelle gebaut und ich finde es, also gerade wenn du Modelle hast oder schöne, Zeichnungen oder sonst was, finde ich historische Genauigkeit schon wichtig. Also ich habe da auch meine Hakenkreuz-Decals drauf gemacht, aber sie gehören nicht in Spiele rein. Also sie gehören halt hier einfach nicht rein, zumal das Spiel halt für sehr junge Leute ist, die damit wahrscheinlich nur Blödsinn machen würden. Ist es auch in Deutschland verboten, wenn es nicht halt gerade für irgendwelche aufklärenden oder künstlerischen Zwecke gedacht ist. Also, nein, nicht in War Thunder. Nox 123. Wie viel Geld hast du schon in War Thunder ausgegeben? Ich sag mal so, ich könnte mir davon sicher ein Auto kaufen. Mehr sag ich. Nächste Frage. Burger Gamer. Warum nehmen manche nicht die volle Munition mit? Ganz einfach. Damit sie nicht indirekt. Genau, damit sie nicht direkt in die Luft fliegen. Das kann man sich ganz einfach angucken. Gehen wir mal zu einem Panzer hier. Gehen wir mal in die X-Ray. Nehmen wir mal als Beispiel den hier. Hier, First Stage Ammo Rack steht hier. First Stage Ammo Storage, genauer gesagt. 19 Stück. Also mit diesem Fahrzeug kannst du 19 Granaten mitnehmen. Die sind dann hier. Und hier vorne ist nichts drin. Wenn du 20 oder mehr mitnimmst, ist hier vorne die Munition gelagert. Und wie praktisch ist es, wenn der Gegner die einfach vorne in den Munilager schießen kann? Vor allen Dingen, wenn du keine Panzerung hast. Deswegen immer darauf achten, wie viel Munition ins First Stage Ammo Rack passt und nur so viel mitnehmen. Oder halt eine mehr, die man direkt im Rohr hat. Das rettet Leben. Also vor allen Dingen, man überlebt bei bestimmten Panzern damit unfassbar viel. Also achtet da lieber drauf. So. Niemals von Tour, mit Touren anlegen. Ich werde es mir merken. Was ist dein seltenstes Fahrzeug? Ich nehme an, du meinst es allgemein, also auch Flugzeuge. Dann würde ich direkt mal mit der hier gehen, der TU2. Dieses Gerät habe ich bekommen, weil ich in der Closed Beta mitgespielt habe. Das ist nicht mehr erhältlich und ich glaube nicht, dass es jemals wieder erhältlich sein wird. Ist kein Premium, ist ein Event- oder Geschenkfahrflugzeug. Ist ein ziemlich nettes Ding.
220er und gute Bombenzuladung, also für Ground RB ziemlich nice. Aber ist jetzt nicht sowas, was du ständig rausnimmst zum Angeben. Vor allen Dingen, die Leute erkennen halt auch nicht, dass es so selten ist, weil es nicht mal eine besondere Tarnung hat. Was ein bisschen schade ist, aber ich weiß, dass ich es habe und ich weiß, dass es selten ist. Also, zu viel dazu. Es langt. Weiter geht's. Und by the way, Leute, Anregungen für so Q&As, falls wir das in der Zukunft nochmal machen und ihr es gerne nochmal haben wollt, gerne in die Kommentare. Das ist jetzt mein erstes Mal, also ich quassel mir hier den Mund fusselig. Den Mund fusselig. Mein Gott, ey. Ich sollte direkt nach der Arbeit ins Bett und nicht aufnehmen. Ja, also gerne in die Kommentare Verbesserungsvorschläge und ich hoffe auch der Sound passt und die Musikabmischung. Ich werde es mich zwar danach nochmal kurz anhören, aber ich werde das Ganze nicht nochmal aufnehmen. Also falls es nicht hundertprozentig stimmt, tut es mir jetzt schon leid. So, Funmax, was arbeitest du eigentlich im Real Life? Ich bin Datenverarbeiter für eine große, bekannte Zeitung aus Deutschland. Ich werde die Zeitung jetzt nicht direkt nennen, aber da ja, bin ich dafür zuständig, dass alles dahin kommt, wo es hin soll quasi. Also, falls ihr einen Artikel schreibt und meiner Zeitung schickt, geht der teilweise einfach über meinen Schreibtisch und wenn er scheiße ist, sortiere ich ihn direkt aus. ja. Maximilian Egger. Wenn es eine Sache gäbe, die du an dem Spiel ändern kannst, was wäre es? Das ist so eine Frage, da kannst du stundenlang überlegen. Aber wenn es eine Sache gäbe, die ich persönlich ändern könnte. BR. Ich würde die BRs wesentlich entfusseln, dass man besseres Matchmaking hat. Aber dazu müsste man teilweise Trees besser ausbauen, wobei das gar nicht so das große Problem wäre, glaube ich. Es ist halt teilweise ein Hohn, was du mit 7-7 auf 8-7 hochgematcht siehst oder von 8-7 auf 9-7. Da muss dringend was gemacht werden. Zur aktuellen Lage, die Economy, da müsste man natürlich auch ran. Und ansonsten, da müsste ich mir mal richtig Gedanken drüber machen. Da können wir in meinem Stream drüber quasseln. Aber ich glaube, eines der größten Probleme, die ich mit dem Spiel habe, ist das Matchmaking mit dem zusammengestauchten Battle Ratings. So, Marcel Dinniger. Deine Meinung zu Low-Level-Spielern, die sich High-Level-Premiums kaufen. Schwachsinn. Tut's euch nicht an und tut's euren Verbündeten nicht an. Also ihr habt damit eigentlich nur Probleme. Klar, es kann sein, dass einer unter 100 ein Naturtalent ist und Kill nach Kill farmt. Aber in der Regel frustriert das sowohl euch als auch euer Team, weil ihr... Nehmen wir an, ihr habt Gutscheine. Dann könnt ihr zweimal rein, kriegt wahrscheinlich zweimal auf den Sack. Weil ihr kennt das Battle Rating nicht und wie es abgeht. Ihr habt halt die Grunderfahrung nicht. Und euer Team ist frustriert, weil ihr entweder nach einem Tod direkt raus seid oder nach zwei Toten und nichts gerissen habt. Also wie gesagt, das gilt nicht für alle. Natürlich gibt es zwischendrin so einzelne Diamanten, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, holt euch Premiums für die Battle Ratings, wo ihr euch schon auskennt. Oder wo ihr gerade hinkommt, um Boost zu holen für die Forschung. Aber niemals so weit im Voraus, dass ihr quasi von 0 auf 100 irgendwas lernen müsst. Das funktioniert nicht. So, der gute Tom, einfach nur Tom, möchte wissen, wie lange denkst du, machst du das mit YouTube noch? Boah, da habe ich mir ehrlich gesagt nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Solange ich Spaß habe, ist eigentlich die beste Antwort, die ich geben kann. Also, solange es mir Freude macht, solange irgendwie die Community so ist, wie sie ist, weil ich finde euch klasse, wie ihr seid eine super nette Community. Und es macht mir Spaß, für euch Content zu produzieren. Ich habe schon YouTuber gesehen, wo die Community absolut toxisch ist und die dann dadurch auch kaputt gegangen sind. Ich hoffe, sowas ereilt uns nie. Denn ja, wir sind eine tolle Community, wir sind eine tolle Gruppe. Und das macht mir Spaß. Laser Gaming, wie alt bist du? Ich bin Ü30. Kurz vor Mitte 30, sagen wir mal. Genaues Geburtsdatum tut nichts zur Sache. Aber ich gehöre schon zum abbauenden Eisen, sage ich mal. Wie einige der Zuschauer auch, wie ich weiß. Und ja, ich weiß, es kommen die Ü40 wieder. Ist mir klar, jeder ist irgendwann irgendwo der Ältere, aber es ist biologisch bewiesen, der Abbau beginnt mit 30. So, Half Sunny, endlich mal eine gute Frage. Schnitzel, Steak oder doch Gemüse? Warum nicht alles? Also zwischen Schnitzel und Steak bin ich absolut der Steakesser, aber ich habe auch nichts gegen ein gutes Schnitzel. Und ich bin auch der Meinung, pur Fleisch alleine ist langweilig. Da gehört irgendwas dazu. Seien es jetzt Nudeln, Reis oder gutes Gemüse. Am besten sowas wie Ofengemüse, was schön angeschmort ist. Oder auch in der Pfanne angeschmuggelt ist. Super lecker. Die Kombination macht's. Turgini. Kennst du J. Chris und Pulitzer persönlich?
Den guten Pulitzer habe ich schon persönlich getroffen, ja. Wir hatten schon einen netten Abend gemeinsam. Das war beim guten Tired Sloth alias Andy, der auch in der Führungsriege von Guard unterwegs ist. Aber Jay Chris ist das Problem, der wohnt ein bisschen weiter außerhalb. Also der wäre ganz schön lange unterwegs, damit wir uns treffen könnten. Also wir hoffen, das irgendwann machen zu können, aber ja, da müsste man mal was wirklich planen können, was auch sich lohnt. Also wenn man sich mal kurz für den Abend trifft, das lohnt sich für den guten Hat leider nicht. Aber irgendwann bestimmt. Oki Express möchte wissen, warum hast du dein Spiel auf Englisch? Ganz einfach, weil ich eigentlich alles auf Englisch konsumiere. Seien es jetzt Filme, Serien, Spiele, Bücher oder sonst was. Ich finde die englische Sprache, also die deutsche Sprache ist eine schöne Sprache. Vor allen Dingen gerade, wenn man Texte schreiben will, also tiefsinnige Texte. Aber sie hat auch ihre Mankos. Und ich finde Englisch, vor allen Dingen was halt Sprecher und sowas angeht, als Primärsprache einfach besser. Also es passt bei vielen halt einfach besser. Und die Übersetzung in vielen Spielen und auch Serien ist Murks. Alle, die primär Englisch konsumieren oder beides konsumieren, können mir da wahrscheinlich recht geben. Also es gibt so bestimmte Serien wie zum Beispiel Game of Thrones oder The Expanse. Da ist die deutsche Ausgabe echt gut. Da finde ich sie teilweise sogar besser. Aber das ist nicht die Regel. Und deswegen habe ich primär meinen Content und meine Medien auf Englisch. Lohnt sich der erste Ami-Helikopter? Möchte Bernie wissen. Der erste Ami ist der AH-1G, genau. Finde ich ja. Der AH-1G macht ordentlich Spaß, wenn man rankommt und nicht geupdatet wurde. Also auf 9.0 wird es schon langsam tricky. Wobei man da auch noch Spaß haben kann. Was man halt als Vorteil mit dem Ding hat, man kann relativ zeitig rein. Und mit 76 Heat-Raketen kann man ordentlich Damage machen. Und was man nicht unterschätzen darf, mit diesen 40 mm Granaten, die haben 50 mm Pen. Hier aus dem Werfer vorne. Ein doppelter 40 mm Granatwerfer. Damit kann man von oben einiges an Schaden anrichten. Also ich habe schon Spaß damit gehabt, aber man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass es funktioniert. Also ich würde ihn mit ins Deck nehmen, um die Helikopter halt auch zu forschen. Aber ja, ist so eine 50-50-Sache, ob du Spaß hast, ob es funktioniert oder ob du direkt durch einen MG-Schuss rausgenommen wirst. Aber ja, ist ein netter Einstieg in die Hubschrauber. Weiter im Text. Oh, Timo, was ist deine Meinung zu den aktuellen Entwicklungen bezüglich der War Thunder Economy? Uff, das ist ein Thema, da geht momentan die Community an die Decke. Ich kann verstehen, dass man frustriert ist. Und ich finde auch, Gaijin geht nicht den richtigen Weg. Ich finde es aber teilweise übertrieben, wie manche Leute quasi den Fackelzug ausrufen. Also es ist definitiv gerechtfertigt, dass die Community mal auf die Barrikaden geht und sagt, hey, so läuft das nicht, das ist auch unser Spiel, wir sind die Community, wir zahlen dafür, wir wollen mitbestimmen. Das ist absolut in Ordnung. Aber was teilweise passiert, was halt leider auch Content Creator teilweise machen, sehr viel teilweise, ist ihre Reichweite nutzen, um Leute aufzustacheln. Und da bin ich kein Fan von. Also wie gesagt, der Aufschrei ist gerechtfertigt, weil es passiert zu viel, was halt irgendwie über die Köpfe der Community entschieden wird und was halt einfach nicht dem Zeitgeist, sage ich mal, entspricht, wie sowas heutzutage geregelt werden sollte. Aber das sind beide Seiten momentan, was Kommunikation angeht, irgendwie nicht die besten. Also man müsste sich eigentlich mal die Mühe machen, von Gaijin irgendwie Leute abzustellen, die sich mit der Community auseinandersetzen und wirklich mal daran arbeiten, dass das Spiel für alle gut ist. Sowohl aus finanzieller Sicht für Gaijin, als auch aus der Spielersicht, dass man sich halt nicht abackern muss und als Arbeit es quasi bezeichnen kann, um weiterspielen zu können ohne Premium. Ja, das sind so meine 3 Cents zu der Sache. Weiter geht's. Ben Risse möchte wissen, welcher Flakpanzer ist besser? Flakpanzer 1 oder Flakpanzer 38T? Ich finde sie beide super. Die sind im Low-Tier absolut übermächtig. Aber wenn ich mir einen auswählen müsste, würde ich den Flakpanzer 38 nehmen. Weil der Gute einfach schneller ist und auch mehr aushält, weil er mehr Platz hat. Mir erscheint das gerade sehr laut mit der Musik. Ich hoffe, ja, wie gesagt, sie passt. Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Gut, weiter. John Hammerfall oder Hammerfell. Magst du Katzen? Also, die meisten von euch werden wissen, ich habe einen Hund jetzt. Oder ich hatte eigentlich schon immer Hund. Ich bin ein Hundemensch. Ich habe nichts gegen Katzen. Ich schmus auch gerne mit einer Katze, aber ich würde mir nie selbst eine Katze holen. Also wir hatten Katzen damals bei mir im Elternhaus. Wie gesagt, schmusen ist nett, aber Katzen sind mir vom Charakter einfach nicht so zugetan wie Hunde. Hunde sind mehr so,
direkt interaktiv. Katzen sind so, ja, ich habe jetzt Lust, gestreichelt zu werden, komm her, Mensch. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich persönlich bin eher Team Hund. So, jetzt zu einer Frage, die ist die letzte im Q&A quasi, aber da komme ich jetzt zu einem Punkt, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, weil, ja, ich habe in letzter Zeit viel ausfallen lassen und wollte ein bisschen darauf eingehen, was bei mir passiert ist, was bei mir alles momentan im Argen hängt. Und ja, gehen wir erstmal zur Frage. Die ist von Mika Hahn. Die Frage kam schon häufiger, jetzt werde ich sie beantworten. Warum ziehst du um? Ja, da hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Und zwar, ich war 17 Jahre lang in einer, ja, in einer Langzeitbeziehung mit einem Menschen, der mir ja sehr wichtig ist, sonst würde ich nicht 17 Jahre mit ihm verbringen. Und vor 3 Monaten hat dieser Mensch entschlossen, aus meinem Leben zu gehen quasi. Problem an der Sache, wir haben zusammen gewohnt. Wir hatten eine Wohnung zusammen und wir haben noch, ja, uns jeden Tag gesehen. Und ich sag mal so, viele werden es wissen, die schon sowas durchgemacht haben, das ist nicht einfach und das strapaziert die Nerven sehr. Und dann bin ich umgezogen in eine kleine Wohnung, ziemlich hastig, weil ich einfach für mich ein bisschen Abstand gebraucht habe. Oder was heißt ein bisschen? Es musste da raus. Problem an der Sache, in der neuen Wohnung, also ich gehe jetzt gar nicht groß ins Detail, aber es war eine Sutara-Wohnung, die nicht gedämmt war. Und die Heizung ging nicht. Ich meine, man kann sich vorstellen, eine nicht gedämmte Wohnung, die unterhalb der Erdlinie liegt, die quasi unterirdisch angelegt ist, ohne Gedämmung. Ich sag mal so, ohne Heizung hatte ich nachts teilweise einstellige Gradzahlen und die Feuchtigkeit ist durch die Wand gekommen. Man kann sich vorstellen, wie die Wand nach ein paar Tagen aussah. Ich sag mal so, das hat krank gemacht. Sowohl mich als auch meinen Hund. Deswegen bin ich jetzt vor einer Woche schon wieder umgezogen und zwar wieder in die alte Wohnung. Ganz schöner Hackmack, aber ich werde jetzt erstmal hier bleiben. Ich bin jetzt hier in der Wohnung auch alleine, also das Zusammenleben, wegen dem ich ausgezogen bin, ist jetzt beendet. Und ich werde auch gar nicht groß auf die Story jetzt eingehen. Ich meine, das ist ziemlich privat, sage ich mal. Ich meine, das werden die meisten von euch hoffentlich verstehen. Aber das wirft einen ganz schön aus der Bahn, sage ich mal. Ich möchte jetzt auch keine Hexenjagd veranstalten oder so. Klar, sowas ist nie reibungslos und nie irgendwie schmerzlos für keinen von beiden. Oder generell. Aber, ja. Also ich bin dankbar dafür, dass ich YouTube habe und auch in der Zeit hatte, muss ich ehrlich sagen. Also es hat sehr geholfen, für euch Content produzieren zu können und auch mit euch interagieren zu können. Aber, ja. Also das ist nach wie vor nicht einfach, sage ich mal. Aber das wird schon, es wird schon. Ihr merkt auch, ich druck's hier ein bisschen rum. Das ist, ja, für mich so aktuell noch, auch wenn es schon 3 Monate her ist. Manche kommen damit besser klar, manche weniger, aber ja, wie gesagt, ich bin dankbar, dass ihr da seid, dass ich Content für euch produzieren kann und ja, dass ich so eine nette Community habe, die quasi hinter einem steht. Und ja, damit sind wir quasi schon am Ende des Q&As angekommen. Wahrscheinlich habe ich haufenweise Ms und quasi und was weiß ich getrubbelt hier, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, wurdet informiert. Wenn ihr sowas gerne in Zukunft häufiger habt, oder was heißt häufiger? Sagen wir mal so einmal im Jahr oder so kann man sowas durchaus machen. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr sowas nochmal haben möchtet. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich heute noch ein Video produziere, was nebenher kommt oder ob das jetzt einfach ein Q&A ist, weil ich sehe gerade, das ist schon eine halbe Stunde. Ich habe jetzt eine halbe Stunde einfach gequasselt. Meine Herren. Das ist, für mich persönlich ist das krass. Also klar, in Aufnahmen, aber da wirft man sich den Ball hin und her. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ja, danke für die tolle Community, für die tolle Zeit. Ich hoffe auf viele weitere tolle Jahre und ja, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video.